Naja, erstmal möchte ich ja mal so sagen, mein Name kennt man ja, Tiffe Jochen, der Radfahrer, ich war Radprofi, ganz oben, höchste Liga, Jan Ulrich, ich oder jetzt Vogt, fährt seine, mit 42 Jahren Tour de France nochmal, Armstrong, wir waren also ganz, ganz oben und man fuhr dann eben zu Trainingslagern schon mal, der eine fuhr nach Australien, wie der Marcel Wüst, der Kappes, sie fuhr nach USA, nach Florida, wir fuhren eben mal nach Südafrika und so weiter. Das war so im November, Dezember rum die Zeit, damit man sagt, man kann sich auf dem 6-Tage-Rennen mal schön präsentieren, hat eine gute Form und hat ein bisschen Training gemacht da unten. So. Komischerweise triffst du da italienische Teams auch. Cipollini war dabei, Christian Salvator hat bei mir gewohnt zu Hause, der spätere Sieger Gabriele Colombo von Mailand Sanremo. Eigentlich bin ich eine große Familie, zwei andere Teams, aber man kennt sich, man hilft sich. So, die Italiener ist ja halbe Kölsche oder jeder Kölsche stammt ja vom Italiener ab. Und wie es halt in Köln so ist oder in Italien oder in Napoli hieß, man möchte auch ein bisschen Urlaub mal haben, ein paar Mark verdienen, ein bisschen Spaß haben, Sport und Wirtschaft, sieht man das mal. Und da hieß es, man kriegt das erste Mal gezeigt, da war ich 22, da habe ich das allererste Mal gesehen, wie eine Million D-Mark im Bar aussieht oder eine Million Dollar wie in einem Film, in einem Aktenkoffer. Dabei muss ich den Zuschauern sagen, so viel ist das gar nicht. Das ist nur so ein Stapel Geld, ist eine Million in 1000 Mark Scheinen. Ja, da wurden dann Wetten hin und her geschoben. In Südafrika bei bestimmten, in Kapstadt bei bestimmten Weinfarmen wurden dann eingeladen, die Sportler, die großen Politiker, großen Firmenbosse, so. Da wurde dann mal gesagt, okay, dann wird Christian Salvator mal Zweiter, Colombo gewinnt, der das, wurde ein bisschen hin und her geschoben. Das war das allererste Mal, als ich mit 22 Jahren, das erste Mal quasi nicht kriminell, aber da was mitbekommen habe, wo ich eigentlich als ehrlicher Sportler nie dran geglaubt habe, dass es sowas gibt. Da wurden Wettscheine einfach hin und her verkauft. So. Was für eine Leistung gab es denn gegen so einen gekauften Deal oder gegen ein Wettergebnis? Man konnte was genau vorher bestimmen durch einen Geldbetrag? Ja, da kriegten wir ein paar Mark in die Hand gedrückt. Die Wettbürobesitzer haben was verdient, haben viel Geld verdient und eben der normale Bürger hat das geglaubt und Man ja. konnte kaufen, wer gewinnt? Ja, wer gewinnt oder man konnte da auf Prämien setzen, das war Endergebnisse und so weiter, wer fährt ins gelbe Trikot und ja. Und wer einmal gefoult hat? Ja, Sowas wurde auch noch so was, besprochen. sowas ist alles drin, ja. Da hebst du die Hand und sagst du, hör mal, ich habe einen platten Reifen, einen Kilometer vom Zieleinlauf, so. Dann bist du auf einmal Letzter, vom Ersten zum Letzten. Das heißt, Hand heben heißt Reifen platt, bumm, wie es abgehängt. Dann, Das ja. war auch vorher abgesprochen. Ja, klar, das habe ich gesprochen. Das war, wenn sie zum 6-Tage-Rennen gehen, ich möchte so meine Kollegen da nicht reinreißen. Wir reden da von Show und ein bisschen Spaß und so weiter, ja. Aber im Prinzip, man weiß ja auch, was jemand kann. Man weiß ja, ob man sich jetzt bekämpft bis aufs Blut und bekommt das Ergebnis unter Qual, unter Zwang, unter Höchstleistung. Man bespricht sich das vorher, so wie es eigentlich rauskommen würde. Dann das Resultat ist vielleicht dasselbe und hilft ein bisschen im Glück nach. Das war alles. So, nun gab es aber auch Erlebnisse in Südafrika. Große Politiker kamen angereist. Irgendwie nach dem Abschaffen der Apartheid, das war Anfang der 90er Jahre, war zu vergleichen mit dem Fall der Mauer in Ost-Berlin. So eine ähnliche Entwicklung machte man dann in Südafrika auch durch. Jetzt kannten wir ja natürlich, wie sowas geht: Geld verdienen mit Leid anderer Menschen, mit Raffgier durch den Mauerfall, mit Ländern aussauen. Dieselbe Entwicklung gab es dann in Südafrika auch. Denken Sie heutzutage mal, sind 30.000, 40.000 Morde. In diesem Land, die Kriminalität ist die höchste der Welt, AIDS-Rate, Mord, Betrug, Bestechung und so weiter. Und auf einmal kommen deutsche Firmen angereist, Firmenchefs, Politiker, der halbe Bundestag, immer mit irgendwelchen konstruierten Sachen, Mandela besuchen, das den Menschenrechten auf der Spur helfen. Das ist alles dummes Zeug mit diesen Menschenrechten und arme Kinder in Not. Also Das vorgetäuscht. ist alles, klar, ist alles vorgetäuscht, ja.
So, es muss ja kein Joschka Fischer hinfliegen, der sagt, er braucht Nutten, er braucht Kokaine, wo dann im Bundestag im Nachhinein durch meine Aussagen, auch wie ich das hier gemacht habe, so ein Mann zu Fall kam, Vollmer, Fischer, Trittin, das ganze hier Socks, ja, die haben sich Nutten bestellt, die haben Kokain geraucht in der deutschen Botschaft auf der Adresse 221 St. Martini Gardens. Die deutsche Botschaft wurde geleitet von Frau Haider. Da gab es einen Eingang, B hieß das unten so. Und immer, wenn dieses ganze Pakt da ankam, Bundestag, Politiker, konnte man sehen, das Rauchschiff wurde auf einmal knapp. Die Straßendealer hatten nichts. Ja, so, sobald diese Leute wieder weg waren, ging es wieder zurück. So, und das Ende vom Lied ist ja, ich glaube, es war im Jahr 2004 oder 2005 unter der Regierung Schröder noch, wurde es an Sondersitzungen im Bundestag erlassen, über diese Vollmer-Erlässe oder Fischer-Erlässe, wo es darum ging, Reisepässe gegen Prostitution, deutsche Staatsbürgerschaften gegen Kokainhandel. Das sind also Fakten, hier ist ja nichts. So, und ich war mittendrin, kann das ein für alle Mal bestätigen, wir haben oft genug Anrufe bekommen aus der deutschen Botschaft, Nutten, Kokain, dies, das, jenes, wurden da auch erpresst, wurden da, wie auch immer, ausgenutzt. So, das sind eben Fakten. Und diese Fakten senden natürlich ein ZDF nicht, sind natürlich peinlich oder eine ARD. Ja, dann gab es aber auch Vorfälle, dass jemand mal diese Drogen liefern musste. Sie hatten doch damals so freien Zugang. Naja, was ist das freien Zugang? Pro Tag. Es ist ja irgendwie eine komplette Entwicklung, ja. So wie ich nie mit Wettbüro oder Spielerei zu tun hatte, hatte ich eigentlich auch nie mit Drogenhandel oder sowas zu tun gehabt. Der Bundestag hat mich zu einem schlechten Menschen gemacht, dieses Land, ja. Es waren ja Leute wie Herr Schäuble, wie die Uniklinik Freiburg, wie Dr. Huber und so weiter, das Team Telekom, die uns Sportlern mit Drogen vollgestopft haben. Die gesagt haben, du frisst das Zeug oder du fährst nicht zu Olympiaden. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Pillen in der Hand hatte. Die kamen von Dr. Huber aus Freiburg, das war 1993, zur Friedensfahrt. So war mein Erstkontakt überhaupt mal zu Opiaten, Kokainen, Schmerzmitteln und so weiter. So, und aus dieser Situation hat sich das irgendwie mal fortgesetzt, dass man weit weg wollte nach Südafrika, wollte ein neues Leben beginnen, wird quasi von diesen Leuten verfolgt. So, und habe dann eine Frau kennengelernt, hat eine normale Familie gegründet. Mir ging es eigentlich ganz gut, ich habe mich wohlgefühlt. Auf einmal kommen diese Leute an und sagen, hör mal, wir wollen was. Wir brauchen dies, das, jenes. Sie kamen zu uns an, zu meiner Frau. Eine Frau hatte einen legalen Massagesalon. Naja, legal, aber auf dem Papier legal. Wir haben unser Leben gemacht. So, diese Politiker haben uns erpresst. Dann haben wir gesagt, so, entweder Drogenlieferungen, Nutten oder ihre Frau darf nicht nach Deutschland einreisen. Die wussten ja ganz genau, was kam. Für unsere Zuhörer möchte ich sagen, meine Frau hieß Susanne Schulz. Ich habe sie sehr lieb, immer noch. Sie ist leider ermordet worden. Meine beiden Kinder haben ihr Leben verloren, sind ermordet worden. Und von deutschen Seiten sind keine Ermittlungen aufgenommen worden. Obwohl deutsche Bürger hier ermordet sind, ist ein Unding. So. Und irgendwie, wenn man diesen Film sieht, kann man ja mal nachschauen, Internet, die Verbindung zwischen Susanne Schulz und Onkel Jackie Lanty, wie auch immer. Und dann wird einem so einiges klar, was da so in den Hinterköpfen der Politiker spukte. Sie wollte zur Entbindung wegen eines Kindes. Was passierte da? Ja, sie wollte unser Kind Siegfried, meine Frau war im 9. Monat schwanger oder im 8., wollte nach Deutschland reisen. Wir haben versucht und Anträge gestellt bei Frau Haider, bei der deutschen Botschaft, legal nach Deutschland einzureisen, um diesem ganzen Sumpf dieser Korruption, dieser Morde und der Vergangenheit meiner Frau zu entfliehen. So, auf einmal heißt es, es geht nicht, dies geht nicht, das geht nicht, ich fahre nach Deutschland. Habe bei Jürgen Rüttgers wirklich heulend auf der Knie gelegen und gesagt, Jürgen, du musst mir helfen. Der Mann hat mir geholfen, soweit er auch konnte. Möchte ich auch hier mal klarstellen, Dr. Worms. Aber leider waren eben Schröder und Fischer da so verbohrt, die mit ihren Drogen und Nutten und Scheidungen und so weiter, die haben es einfach verhindert. Die sagten 10.000 Euro Kaution damals, dann Euro. Sonst darf meine Frau nicht einreisen und. Ich hatte keinen Job in Deutschland. Ich habe mich um Arbeit hier bemüht und in der Zeit wurde meine Frau ermordet. Und hat einer schwangeren Frau in den Bauch geschossen. So. Wird nicht ermittelt und es kommt nichts. Im Taxi auf dem Weg zum Krankenhaus? Im Taxi auf dem Weg zum Krankenhaus, das kann man so sagen. Für Somerset Road
mitten in Seapoint, auf Richtung Somerset Hospital. Wie gelangten die Drogen in die Botschaft? Wie viel waren es am Tag? Es war schon reichlich, was da umgesetzt wurde in der deutschen Botschaft. Man muss das ja auch mal so sehen. Kommt ein Anruf von irgendjemandem, der nennt sich Müller Meier Schmitz und er hätte gerne was bestellt. So, vielleicht eine Masseuse, weil er lange gearbeitet hat am Rücken. Und dann fuhr man dahin, ging an den Seiteneingang, war vorne eine Kamera, muss man vorstehen, klingeln, dann hat einer geguckt von den Securities, ging das Tor auf, ging es hinten durch, dann hieß es, aha, Sie sehen es schön, dass Sie hier eine nette Masseuse haben, wir bräuchten zur Entspannung noch was anderes. Es wurde an der Tür verhandelt. Am Türspalt wurde dann verhandelt, okay, Heroin noch oder Kokain oder Pillen oder wie auch immer. Wir haben hier kleine Party, kleine Gäste. Es braucht es nur in die Zeitung zu gucken. Gäste, Joschka Fischer war wieder anwesend. Also war es ganz klar, dass er mit seinem ganzen Gefolge, das sind ja viele, viele Leute, da eine Party gemacht haben, sich wieder weggekokst haben und so weiter. Und wir waren eben nicht die Einzigen, die angerufen wurden, Kollegen oder andere, wie Köbis mit seinem Saunaclub oder Madonnas oder Guys and Dolls, die haben auch geliefert, ohne Ende. Immer an der deutschen Botschaft, 221b, der Nebeneingang. Das, wir reden auch nicht nur von der deutschen Botschaft, andere Länder waren auch daneben in St. Martini Gardens. Also, das muss man alles mal in diesem Kompletten sehen. Wir waren es nicht alleine, sondern andere aus Seapoint haben auch geliefert. Und die deutsche Botschaft war es nicht nur alleine, sondern andere Länder hingen auch da, die tüchtig bestellt haben. Ohne Skrupel, ohne irgendwas. Die Drogen gingen zum Großteil an deutsche Politiker. Ja, ja, warum bestellt man sonst die deutsche Botschaft, ja? So, wenn es irgendwer anders wäre, könnte man ins Hotel gehen oder so. Wir haben ja auch an normale Kunden beliefert. Die wollten vielleicht mal Gras rauchen oder mal waren auch hochrangige Industrielle mal dabei. Die haben ganze Hoteletagen bezahlt. Die sagen, komm mal rein. Mein Name ist dieser. Also ich möchte die Namen nicht nennen, weil die Leute auch fair waren zu uns. Ja? Da haben Politiker Kokain bestellt in große Hotels. Mount Nelson ins 12 Apostel und so weiter. Cunningham Hotel, Holiday Inn. Möchte aber das. Ja, wie viele Politiker waren dort Kunde? Bei uns oder generell? Generell. Also man muss das mal so sagen. Dadurch, dass die Erde keine Scheibe mehr ist nach Kolumbus, sondern rund, scheint in Südafrika zwischen Oktober bis April die Sonne. Bei 30 Grad konstant. Du hast einen strahlend blauen Himmel, du hast ein wunderschönes Meer. Du hast also die Sunshine-Garantie. So, und jeder möchte natürlich hin. In Deutschland ist im November Mistwetter, ist am Regen, am Schneien, am Hagel. Südafrika ist einfach ein Paradies. Kapstadt ganz, ganz besonders. Diese Stadt Kapstadt ist einfach wie eine große Kneipe, wie eine große Partymeile. Jeder fährt nach Kapstadt, jeder Politiker, jeder Industrielle war schon da. Es macht einfach Spaß, da zu sein. Man kann sich mit Geld alles kaufen, das Land ist korrupt, es ist bestechlich. Das heißt, das kann sich jeder das selber ausdenken, was da los ist. Da arbeitet keiner, es geht einfach nur um Spaß haben, Geld zu konsumieren, verbrennen. Denken Sie bitte an den Arms Deal, heißt das, Armeegeschäft. 68 Milliarden Euro im Jahr 2003 für alte Schiffe, die aus Deutschland dahin gekarrt wurden und so weiter. Da sind Millionen und Milliarden geflossen an Schmiergeldern. Das kann man kaum glauben. Es sind Yachten gekauft worden, Partys gemacht und so weiter und so weiter. Geld verplempert, Champagner bis zum Abwinken, bis der Arzt kommt. Es gab Politiker, denen Sie was direkt in die Hand gedrückt haben? Naja, ich hau einfach mal die Namen ins Blatt raus. Dr. Heugel, auch Norbert Burger. Es waren, Johannes Rau lebte zu der Zeit noch, er fuhr eine andere Schiene, er ging nach Thailand mit seinen Kindern da in seinem Gewichtheberverein, aber dem Norbert Burger und dem Dr. Heugel habe ich direkt in die Hand gedrückt. Schwerverbrechen, so. Die haben den Dieter Kossler erpresst vom Polizeisportverein Köln, da sehen Sie, Polizeisportverein, heute SPD, Jürgen Rothers hängt mit drin und so weiter. Er hat mir gesagt, okay, Dieter Kossler, wir fahren mit als First Class, deklariert als Betreuer für irgendwelche Radrennen, Manager. Der Mann wurde hier per Haftbefehl gesucht, der Herr Heugel, hat im Gefängnis gesessen, hat sich da gut gehen lassen. Mehrere Nutten gehabt, der Guido Eichelbeck hat sie besorgt in seinem Haus, Nummer 23, der Wettroth.
Eine Party nach der anderen, Kokaine, Champagner reingehauen, das Zeug und so weiter. Und es hieß, wenn das ein Wort an die Öffentlichkeit kommt, ist eure Sportkarriere gelaufen. Dann gibt es kein Geld mehr vom Flughafen Köln, kein Geld von der GEW, von der KVB, das sind die Kölner Verkehrsbetriebe, kein Geld der Stadt Köln mehr, kein Geld von der Messe Köln mehr und so weiter. Wenn Sie jetzt einmal schauen, was alles abgeschafft ist, das Sechstagerennen durch die Messe Köln, der Trinikens im Gefängnis gesessen, wie auch immer, und so weiter und so weiter. Also das ist Erpressung auf allerhöchstem Niveau. Und Dr. Heugel kam selber, hat sich das Zeug in der Dingens drücken lassen, sagte, oh, da steht sein Schwanz immer besser, er muss die Pillen haben, da können sie ihn besser dran rummassieren. Das muss man auch mal so sagen. Und trotzdem hält die SPD und alles zu ihm. Also müssen dann noch andere Sachen wieder von oben, die ihn decken. Das war zu dieser Zeit, er hat ja auch Schröder getroffen, er hat ja Joschka Fischer getroffen. Das waren die Leute, wo ich eben von sagte, die auf der deutschen Botschaft immer sagten, ja, müssen anrufen, brauchen eine Masseuse. Von den Leuten weiß ich, dass wir mit zu tun hatten. Sie haben eben diese Reisepässe und diese Visa abgelehnt. Aber Dr. Heugel habe ich das Zeug selber in die Hand gedrückt. Ich war bald halb zerschlagen im Hotel Holiday Inn Gardens Court. Gibt es da irgendwelches Insiderwissen über dieses Sechstage-Rennen, heißt das? Das war's. Da wurden auch Geschäfte abgewickelt. Mensch, die Sporthalle in Köln, und das weiß, glaube ich, jeder Kölner und jeder Rheinländer, war was ganz, ganz Besonderes, was es hier gab. Dieses Sechstagerennen lebte, die komplette Sporthalle war irgendwie zur Weihnachtszeit, wurden die Sechstagerennen gefahren, war ein Anziehungspunkt für jeden, der Spaß hatte am Sport, an Unterhaltung. Für uns normale Bürger war es schön. Die Politiker haben das Ding natürlich ausgenutzt. Wer hing wieder drin? Der Bauarbeiter Josef Esch, der sich dann Esch und Offenbach Fong nannte, der sogar geschafft hat, eine Frau Schickendanz von der Karlstadt Quelle AG 4 Milliarden abzunehmen, ein Bauarbeiter aus Köln, der dann mit seinem Rückzug mit der Judenbank, mit Oppenheim Salomon mit drin hing. So, die ganze SPD ist ja gescheitert mit über 40 Leuten. Der Frau Hetterich, die heute den Deutschen Kinderschutzbund leitet, Rüther hing mit drin im Sechstagerennen. Die ganze Sporthalle wurde abgerissen. Und dafür wurden Messehallen gebaut. Die Messehallen, das ist alles so krumm, daher kommt dieser Name Kölsche Messeskandal. Es ist aber kein Skandal, es ist ein Betrug, an der Bevölkerung, am ehrlichen Arbeiter, am Steuerzahler. Dieses Herz rausreißen aus der Seele, Sechstagerennen abschaffen, durch Hochglanz, Champagnerpaläste da ersetzen, Millionen Schulden werden da aufgefahren und. Ist einfach, das hat auch mit Klüngel nichts zu tun. Klüngel ist, wenn man sich kennt und man sich hilft. Das sind einfach nur Kriminelle, Betrüger und es ist einfach Abschaum der Gesellschaft. Wir Sportler müssen darunter leiden, werden solche großartigen Sportveranstaltungen, Holiday on Ice, KIC, Motocross, lachende Sporthalle, Sechstagerennen, die Nacht, Toni Bernhards, der mit Friedhelm Beate die großen Radrennen veranstaltet hat, den Silbernen Adler, alles ist weg. So. Und wer hat die Taschen voll? Der SPD. Die CDU hat sie auch voll, muss man auch mal sagen. Die CDU hat sie aber nie erwischen lassen. Waren bei diesem Sechstagerennen denn gewisse Dinge käuflich, so wie irgendwelche Bauvorhaben? Das ist doch nicht Ihr Ernst, die Frage. Das kann man ja kaum glauben. Wenn ich jetzt sage, der Trinikens, der an Herzinfarkt leidet, baut eine neue Müllkippe in Köln, die hat mehrere Milliarden gekostet. Der hat über 100 Millionen D-Mark, zu der Zeit über 100 Millionen D-Mark Schmiergeld bezahlt an Norbert Heugel, an Rüther, an diese ganzen Antwerpes und so weiter, an Johannes Rau. Die waren ja alle zu Gast bei dem Sechstagerennen. Ja, die Frage beantwortet sich von selber. Da werden Milliarden in Sand gesetzt. So, und die Leute waren mit Sechstagerennen alle sich einig. CDU mit SPD, kann man ruhig mal sagen. Die FDP hing auch ganz schön mit drin, ja. Da wurde geschoben, gemagelt, Sozialverbände eingeschaltet, Gewerkschaften hin und her. So, das hieß immer, okay, dafür kriegt der Sportler ein paar Pfennige ab, wie mit der Gießkanne, ein paar Tropfen. So wurden wir erpresst als Sportler. Entweder akzeptiert das oder eure Sporthalle ist weg. So. Und weil eben die Halle weg ist, gibt es ja jetzt nichts mehr, was man erpressen kann. Der Kossler ist tot. Der Polizeisportverein Köln ist abgeschafft von Herrn Rothers. Die Sporthalle ist abgerissen. Das Radrennen Silberne Adler gibt es nicht mehr. Auch von Toni Bernhards und Friedhelm Beate, das Radrennen Köln-Schuld-Köln ist weg. Ja? Was willst du da jetzt noch einen erpressen? Aber da wurde geschoben und gemagelt. Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe Ihnen gerade gesagt,
RTL, Fernsehsender, Sporthalle. Esch-Offenbach, Bauvorhaben, städtische Sachen, was nicht fertig wird, U-Bahnen, die einstürzen, wo eine U-Bahn-Gesellschaft sich selber kontrolliert. Der Herr Reinhardt geht mit 5 Millionen Euro in Rente mit 50 Jahren. Sind Menschen gestorben. Trinikens, Müllkippe. Sie müssen nicht nach Italien gehen, nach Napoli, wenn Sie Mafia kennenlernen wollen oder Sizilien. Sie brauchen nur bis Köln, bis zur SPD gehen. Also das, ja, das beantwortet die Frage. Auf diesen Sportveranstaltungen wird eben gemagelt und die Aufträge in die Nähe geschoben. Wir erinnern uns ja alle jetzt zum Beispiel an Uli Hoeneß, diese Geschichte Steuerhinterziehung oder nicht. Gucken Sie doch mal rein in Bayern München, in dieses Fußballstadion. Da kommt der Staatsanwalt einen Tag vor dem Hoeneß-Prozess hin und sagt, so und so, da sitzen Beckenbauer, da sitzen Stoiber, Politiker, wie auch immer, Adidas, Direktoren, Audi. Ich möchte diese Firmen nicht vergraulen, möchte auch nichts Schlimmes sagen darüber. Die machen es so einigermaßen noch clever da unten in Bayern, ja. Aber gucken Sie mal zum FC, der kriegt ein neues Stadion von zig hundert Millionen. Auf einmal werden da pro Köln Poster zerrissen, auf einmal jeden schwule Leute mit dem Karneval, wie auch immer, wo ich auch nichts dagegen habe. Nicht, dass man es falsch versteht, ich möchte aber nur mal sagen, das sind so die Orte, wo geschoben wird, gemagelt wird, geklaut, Aufträge hin und her geschoben. Und mehr öffentlich kann man es gar nicht machen. Es sieht eigentlich jeder, aber keiner macht was, das, wie gesagt. Ich möchte einfach mal dazu sagen, ich komme hier aus Köln, Kölner Norden, bin ja irgendwie in die Politik da reingerutscht, habe auch alle Parteien immer gleich behandelt. Egal, ob es CDU oder SPD waren, waren alle bei mir zu Gast. Und ganz besonders fair hat sich immer der Dr. Worms verhalten zu mir und auch Jürgen Rüttgers, das muss ich auch nochmal ausdrücklich sagen, fair und ehrlich. Und dem Dr. Worms ist es immer Angst und Bange geworden, wenn irgendwie ein Sportler in Bedrängnis kam. Er könnte etwas Schlechtes sagen über das Vaterland, über Deutschland, über die Demokratie. Das ist eigentlich, wo Dr. Worms privat sehr, sehr große Angst von hat. Er ist auch weiß, dass sich hier eine Entwicklung eingesetzt hat, wo Sportler wie Steffi Graf, die eigentlich was geleistet haben für sich, wo ein ganzes Land eigentlich auf stolz sein könnte, würden Tennisschläger oder sowas gefändet in Flughafen am Frankfurt, nachdem sie Wimbledon gewonnen hat. In der einen Hand wird sie vom König von England noch begrüßt, von Prinzessin Diana, kommt nach Deutschland, dreht einer durch auf dem Amt und sagt, hör mal Mädchen, hier fehlt eine Steuererklärung, der Vater muss ins Gefängnis und wie und wo und was. Hier fehlt einfach das Feindspitzengefühl, was in anderen Ländern ganz klar gibt. So. Und diese Frau lebt nun in den USA mit André Agassi, schimpft auf ihr Land, genau wie ich das mache. Ähnliche Fälle sind wie Michael Schumacher oder Ralf Schumacher oder Boris Becker. Ist doch klar, dass die Leute die Koffer packen und sagen, wir haben die Schnauze voll. Es geht ja gar nicht um Steuern sparen. Es geht, wie ein Land uns behandelt, die was geleistet haben. Familie Geis ist dasselbe. Wir waren unsere Nachbarn. Robert Carmen, Michael Geis mit Miro, mit der Fabrik. Der hatte einfach die Schnauze so voll, nachdem die Stadt Pulheim ihm so viel Stein in den Weg gelegt hat. Die Sachen, ihr packt, geht nach Monaco. Er verlebt alles. Ein paar hundert Arbeitsplätze weg, Ende. Meinem Freund Dieter Dahms ist dasselbe passiert. Er hat mit dem Team Coast, diese Kleidungsgeschäfte Coast, ein eigenes Radteam gehabt, hat Jan Ullrich aus der Scheiße geholt, hat den Mann starten lassen bei der Tour de France. Was ist passiert? Zwei Tage bevor der Start war, kam so ein doofer, idiotischer Finanzbearbeiter aus Duisburg, das komplette Team gefändet, konnte er nicht eine Woche warten, war Ullrich im gelben Trikot gefahren bei Coast und alles wäre gut gewesen. So ist übrigens so ein Bianchi-Team da entstanden. Das muss man mal sagen. Da sind Leute, die haben Geltungsbedürfnis, die sind verbohrt, die sind bekloppt, die machen hier das Land kaputt. Und der Politik ist das bewusst und die erpressen nur da drauf und sagen, ja, ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe die Schnauze voll, ich gehe hier. Entschuldigung, Dr. Worms, aber es musste mal so gesagt werden. Diesen Herrn Beate? Der Friedhelm, der war in Ordnung. Er war einer, der gut uns im Sport behandelt hat, ein ehrlicher, fairer Mensch. Die ganze Familie kann ich gut. Er war im Sportverein bei Adler Köln, hier im Kölner Norden, beim Toni Bernhards, beim Dachdecker wurde sich immer getroffen, am Kurt Weilweg. Friedhelm Beate war vom Beruf Fallschirmspringer. Er war in so einer Sondereinheit beim Militär als Fallschirm, Luftüberwachung, wie auch immer. Ich kannte ihn. Er hat sich eingesetzt mit Herzblut für uns Sportler. Dieser Mann ist unvergesslich.
Er hat vieles gemacht für den Sport hier in Köln, genau wie Kossler, wie Kunde, wie Wolfsohl. Aber dieser Mann ist auch unvergesslich deswegen, dieses große Leid, was man der Witwe angetan hat. Einfach, der Mann wurde einfach erschossen von der Polizei. So, uns wurde Rede- und Schweigeverbot erteilt. Es gibt keine richtige Beerdigung, keinen Entschuldigungsbrief. Ich meine, es würde ihn auch nicht mehr lebendig machen, aber dass man so mit dem Friedhelm da umgeht, das ist eine Niederträchtigkeit dieses Landes, sondergleichen, ja. Ein Mann, der einfach erschossen wird von der Polizei, weil die sagen, ja, wir hatten gedacht, es wäre einfach ein Einbrecher gewesen. Ein friedlicher Rentner, der in Thüringen im Nordhausen wandern war. So, dieses Jahr, Polizei hat eine Fahndung nach einem Massenmörder, der wandert in Thüringen. So. Jetzt können Sie sich mal ausrechnen, wie viele Wanderer gibt es in Thüringen? Wie viele einzelne Männer, die abends im Rucksack? Was heißt Redeverbot? Gab es da irgendwie sowas wie ein direktes Redeverbot über diesen Sachverhalt? Ja, noch nicht mal die Witwe weiß, was da genau passiert ist. Die Witwe geht hin zur Polizei, obwohl wir beste Kontakte haben zur Polizei selber, über den Polizeisportverein Köln damals, über den Dieter Kossler, da war der Jürgen Rothers noch nicht so wie er heute ist, der Herr Granitzka hing noch mit drin. Sondern wir möchten ja mal die Akten sehen. Die Akten sind einfach unter Verschluss, die sind verschwunden. Keiner weiß, was passiert ist. Wir als engste Angehörige, engste Freunde wissen nicht, was passiert ist. Das ist ein Unding. Da ist ein Mann erschossen, der ist hingerichtet. Es ist noch nicht mal eine Entschädigung bezahlt worden an die Witwe, noch nicht mal ein Grabstein. Das hat mich dazu bewegt, einmal hier aufzutreten. Das ist eigentlich der Hauptgrund dieses Interviews, mal zu sagen, schämt euch was, so einen Mann mit so einer Boshaftigkeit zu behandeln. Wir Sportler treten hier mal auf vor dieser laufenden Kamera und sagen, so behandelt man Leute nicht. Es müsste wenigstens mal eine Straße nach ihm benannt werden. Oder ein Ehrentag oder eine Radtour oder wie auch immer, irgendwas, nichts. Die Politiker sind einfach Dreck. Es gibt gar nichts. Am Aachener Weiher an so einer Bank hängt so ein verrostetes Schild darunter. Das ist alles, was dann so ein Mann wert war. Und das ist dem nicht würdig. Es kam gerade die Frage, ob heutzutage sich was geändert hat an der Drogenpolitik, an den Politikern. Kann man natürlich ganz klar Nein sagen, auch wenn ich es jetzt nicht mehr so beweisen kann, wie wo ich früher am Dr. Heugler in die Hand gedrückt habe, aber die Sachlage hat sich nicht geändert, die Sportvereine haben kein Geld, die Politiker fressen sich an den Buffets durch. So, hier und da kommt man aber in der Öffentlichkeit, ob es Friedmann ist, der Jude von der CDU, ob es ist Edati von der SPD, ob es jetzt der Neue ist, ob es irgendwelche Sachen sind, Christian Wulff, Nutte, Scheidung, Nicht-Nutte, ob es Niebel ist von der FDP, der in Afghanistan hin und her fährt und Teppiche klaut, das hat das war einmalig passiert. Nein, sie haben ihn nur einmal erwischt. Also an der ganzen Geschichte hat sich nichts geändert. Das ist immer noch derselbe Bundestag. Da sitzen nur gefälschte Doktortitel. Wenn die da mal schreien würden, müssen sie alle aufspringen und rauslaufen. Also das ganze Land ist nur ein Sumpf, ein Gemenge, ein Gemisch von Korruption, von Gaunertum. Sie müssen mit zur Korruption nicht nach Russland fahren oder nach China oder nach Nordkorea oder zur Mafia nach Italien. Können sie alles in Deutschland haben. Köln ganz, ganz speziell, und wir bezahlen das, wir ehrliche Arbeiter, das muss man ganz klar mal so sagen. Da hat sich auch nichts dran geändert an der Lare, das sieht man ja nun auch mal. Kann man sich das so vorstellen, so wie im Film? Ja, ich habe mir das auch so vorgestellt, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann. Es war aber so, du kriegst einen Anruf, so und so, eine Masseuse, das und das, Eingang ist ihnen ja bekannt, und dann sage ich, wie läuft das dann ab? Sage ich, die Botschaft ist doch verriegelt, ist doch zu, da sind ja Gitterzäune, heißt es nein. Sie stellen sich vor die Kamera an der Botschaft, sie klingeln am Haupteingang. Die Kamera sieht dann, wer sie sind oder wer die Frau ist. Und wie durch ein Wunder ging die Eisentore auf. Konntest du mitten in die Botschaft reingehen abends? Dass das Thema ja bekannt ist, mittlerweile Rauschgift Politiker. Rauschgift im Wert von 10.000 Mark. So kann man das sagen. Also wir reden hier nicht über Erdnüsse, sondern über... Wie war das so? Weiße Pulverpäckchen mit einem Blatt oben drauf oder wie sieht das aus? Ja, das sieht, Mensch, das sieht aus wie runde Kugeln, kann man sagen. Wie kleine Kugeln, wie so runde Pralinen. So, das sind dann 2-3 Gramm, die sind dann eingepackt. Von diesen runden Kugeln hast du dann so eine ganze Handvoll, so dass jeder direkt immer Portionen hatte da. So wie in so blauen Einkaufstüten, so kleine wie Kügelchen, ich weiß, wie Erbsen. Erbsen ist 1 Gramm oder 0,5 Gramm, dann gibt es dicker. Eben wie Knallbonbons oder wie... Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Was war am meisten da in diesen Bonbons drin? Kokain. Was meist war Kokain? Kokain. Kokain, ja,
Manchmal hieß es dann, bring noch Feuerzeuge mit. Glasröhrchen waren sehr gefragt. Da konnte man dann mit so einem Sieb drauf. Das nannte man Crack, glaube ich. Honey Hit. Und wie das ging, wurde in der Fahrradspeiche nochmal ausgekratzt. Also ich meine, da musste Glasröhrchen zu einer Botschaft liefern, Fahrradspeichen, Feuerzeuge. Die haben ja alles immer vernichtet, damit nichts da ist. Aber es ist ein Unding eigentlich, wenn ich das so erzähle. Das glaubt ja kein Mensch. Aber es war wie im Film. Du hast geklingelt und wie durch Wunderbomb gingen die Eisentore auf. Dann ging es an der Seite lang, waren Seiteneingänge und unten, wer wohnt in der Botschaft? Die Botschaftsangehörigen, die Diplomaten und so weiter. Die richtigen Diplomaten, die haben ja gewohnt, ich möchte hier keinen Namen groß nennen, aber der Gerd Fuß zum Beispiel, der hat in dieser riesen Villa gewohnt, unten in Kemps Bay auf der Ecke. Ich komme auf den Namen nicht, Bantry Bay, Kemps Bay, ja. Hat da auch, die Mutter hatte da gearbeitet, der Sohn ist bei Radrennen gefahren, aus Kassel. Eigentlich nette Leute waren es, aber diese Botschafterin auch zum Kotzen, die Ehefrau vom Gerd, auch, sorry, dass ich das so sagen muss, aber die Wahrheit ist eben so, ja. Die haben riesen Villas und vermieten das an der Putzangestellten da, ja. So, und die konnten da Radfahren, also so ganz in Ordnung war das auch nicht. Und dafür hätten sie mich mal besser behandeln können. Gerd Fuß ist übrigens nachher nach Bulgarien gegangen als Diplomat oder Botschafter. Also sind da in die Botschaft reingegangen, haben dann Kokain da abgeliefert und dann gab es Bargeld so auf. Ja, das war wie wenn du beim Türken ein Auto kaufst oder eine Tüte Döner oder sowas. Geldware, das wurde umgetauscht, fertig. Das war alles. Hast das eingesteckt, meistens ging meine Frau rein, zwei Schritte, so bis hinter der Tür zu, sie kriegte das Geld und ging wieder. So, haben mir dann erklärt, ja, da waren Stehtische drin, da waren Politiker drin, da waren ein paar Nutten drin, daher wusste die, dass die Konkurrenz noch Nutten geliefert hatte und so weiter. Ja. Bekannte Politiker? Sie kannte die ja nicht kennen, aber wenn du in der Zeitung guckst, da steht drin, Joschka Fischer ist im Anmarsch. Und Trittin ist im Anmarsch und das. Und auf einmal wird nach Kindersex da gefragt und so weiter. Und das Rauschgift geht höher. Sind da alles so alte Demonstranten, RAF-Terroristen und so weiter, ja? So, die feiern nicht alleine. Joschka Fischer fährt nicht alleine wie wir hin mit dem Urlaubsjet, ja? Er fliegt mit dem Bundeskanzlerjet, hat 35 Mann im Gepäck. Ich wurde angegriffen im Oktober von 4, 5 besoffenen Leuten auf der Kölner Ringe. Diese Problemzone, wo es ist. Da ich aber meinen Mund aufmache und mir das Mund nicht verbieten lasse, kommen Gerichtsurteile raus von Richter. Ich hätte 5 Leute zusammengeschlagen als alleine. Bin ich King Kong oder was, ja? Muss ja Geldstrafen zahlen. Diese Situationen, dass hier Leute einfach verurteilt werden, wie in einem Glücksspiel, in einem Würfelsystem ins Glaskugel gucken. Ich glaube, das ist uns allen bekannt. Tag und Nacht stehen Polizeiautos bei mir vorm Haus. Überall heißt es, ich soll Fingerabdrücke abgeben. Man will mich hier mundtot machen, kaputt machen, mit allen Schweinereien, alle Sauereien. Ich lasse mir das einfach nicht bieten. So einfach ist die Wahrheit. Es greift keiner 5 Leute an. Die Richter müssten mal ihren Kopf einschalten. Das ist nicht nur ein Fall. Das ist bei vielen Leuten so. Da wird einfach irgendwas drauf los entschieden. Einer, der nicht passt, der verliert oder manchmal hat eine Gedächtnislücke, wie auch immer. Und dann sind dann so Gerichtsprozesse. Salafist sticht dem Polizist im Messer ins Bein. Der Türke oder der Salafist braucht nicht ins Gefängnis. Der kann frei abziehen in der Türkei, weil es in seinem Glauben so üblich ist. Ja? Unglaubliche Geschichten, was in dem Land ist. Deswegen stehen mir der Ukraine nichts hinterher oder Nordkorea. Tiffe, Sport FM. Was war das für eine Uhrzeit, als sich das zutrug mit der Frau und diesen 4 Bösewichten? Es war irgendwie 23 Uhr oder kurz vor Mitternacht. Eine hilflose Frau liegt am Boden. Ich meine, diese Sache ist ja schon durchgekaut worden. Der Radiosender Big FM und RPR hat sofort eine Sondersendung geschaltet, was ich auch mal veröffentlichen kann, ja, was hier los ist in dem Land. Die Radiosender haben bei Gericht protestiert und haben gesagt, hört mal, das ist ja Unrecht, was hier abläuft. Das ist eine hilflose, blonde Frau, die wird von mehreren Leuten attackiert, mit Bierflaschen, wie auch immer. Die Leute waren alle besoffen. Die wollten diese Frau vergewaltigen, ganz eindeutig. Und zufällig komme ich da vorbei, rufe die Polizei oder helfe oder mache ein paar Fotos und schon war ich ja Bösewicht, bin ich verurteilt worden, weil ich einer Frau geholfen habe. Und trotzdem, dass die Polizei rechts und links neben mir stand, werde ich angegriffen mit Messer, Flaschen und so weiter. Die Polizei sagt, nein, wir verhaften die Diebe nicht. Wir wissen ja, sie sind der Tiffe und so weiter. Oh, der Gerichtsprozess wurde einfach eingestellt, ich muss eine Geldbuße zahlen, fertig. Wie viel? Mehrere Tagessätze, dreimal, 3 Raten nach 100 Euro, wie auch immer.
Die Menge ist eben dabei nicht entscheidend, es ist einfach entscheidend, dass das nicht geht. Ich kriege Flaschen an den Kopf, ich werde angegriffen, die Polizei sagt, das schadet Ihnen, wir kennen Ihren Namen, da sind Sie selber schuld, ja? Könnte nicht sein. Und es wurde nichts weiter ermittelt. Die Frau ist bis heute unbekannt, ja? Mir sagt man nichts. Das hat wieder so einen Charakter Friedhelm Beate, der Mann wird ermordet, keiner darf was wissen. Steht hier mehrmals in der Woche die Polizei an der Straße? Also bei mir steht fast täglich die Polizei vorm Haus. Ist mir unbegreiflich. Öfter, wenn man mal fragt, was das ist, nein, darf man nicht drüber reden. Und seltsamerweise kriege ich so Briefe, Einladung zur Fingerabdruckserkennungsmaßnahme, polizeiliche DNA-Abgabe. Kriege ich jede Woche so Blätter geschickt vom Polizeidirektorium. Ich wäre der kommende Massenmörder. Ich hätte so viel Dreck am Stecken. Man würde mich klein machen, kaputt machen. Ich würde keine ruhige Minute mehr haben. Und irgendwie passt das ja dazu. Weil ich habe noch nie eine Polizei gesehen, die sich einfach grundlos da wohl hinsteht. Da kommt dann eine Ausrede, die zählen den Verkehr. Aber es gibt so diese Leute mit diesen roten Westen, die zählen normalerweise den Verkehr. Also es belastet alles sehr, wenn ich das mit rein gucke in das Gesamtbild. Ich kann kein Auto mehr anmelden bei der Stadt. Immer wenn die meinen Namen eingeben, kommt da rot, ist das gesperrt. Da sind Nummernschilder verschwunden, kommt Gerichtsvollzieher. Sucht Autos, Polizeifahndung nach Autos, nach gestohlenen Nummernschildern. Ich habe aber gesagt, es ist ein Computerfehler. Hier ist es. Alle Quittungen sind da, ist alles belegt. Die stellen sich quer, die Stadt. Die sagen, das stimmt nicht und doch und ja und hin und her und der Computer macht nichts. Also ich als Deutscher kann kein Auto anmelden in Deutschland. Da stimmt was nicht. Sogar kommen Leute staatlich, gesetzlich, gesetzliche Krankenkasse. Ich als Deutscher in Deutschland habe 3 Jahre keine Krankenkasse gehabt. Wissen Sie, was das an der Belastung ist? Weil irgendwelche Idioten, Bundesgesundheitsministerium, entschieden haben, ich hätte hunderte Millionen im Ausland. Ich wäre der reichste Mann der Welt. Quasi Bill Gates Liga oder Putin. Ich bräuchte keine Krankenkasse. Ich hätte Schwarzgeldkonten überall. So einfach mal so drauf hin behauptet. Ich habe 3 Jahre keine Krankenkasse gehabt und musste gegen dieses Land prozessieren und Gerichtsprozesse führen, um zu beweisen, dass ich kein Milliardär bin. Also in welchem Land leben wir? Ich kann kein Auto anmelden, ich habe keine Krankenkasse, ich habe Tag und Nacht die Polizei vorm Haus stehen, meine Gespräche werden abgehört, der Verfassungsschutz sitzt hier um die Ecke, ich kriege ungebetenen Besuch, Post verschwindet und so weiter. Und das Ganze, weil ich ehrlich war, weil ich fleißig bin, weil ich jetzt mal für Pro Köln auch wohl mal angetreten bin und weil ich die Wahrheit gesagt habe. Weil ich ganz klipp und klar ehrlich bin, werde ich hier mit Methoden drangsaliert, die alte Stasi-Methoden waren oder alte Geheimdienstmethoden, die es eigentlich in jedem Land der Welt gibt. Also, mein Name ist Jochen Tiffe, ich bin 1971 geboren. Normalerweise zeigt man so etwas zum Anfang eines Filmes, wir haben uns aber geeinigt, machen das gerne am Ende, damit man das nicht verfälscht darstellt. Und das erste Mal, als ich als kleines Kind in Westdeutschland, in Köln, an den Bundesjugendspielen teilgenommen habe, es muss 78, 79 gewesen sein, kriegt man Urkunde, wir haben uns gefreut als kleine Kinder. Dann steht da drauf, Bundespräsident Walter Scheel. Mir fiel aber auf, dass Karl Carstens irgendwie Bundespräsident war. Ich frage den Lehrer, hören Sie mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Da kamen die Lehrer an, das ist alles Dreck, Sport, Mensch, hört damit auf, hier werden Urkunden, das wird aufgebraucht, erst alles so. Und das war das erste Mal, dass ich live aktiv erlebt habe, dass sich die Politik in Sport einmischt. Und dass das denen eigentlich scheißegal ist. Die da oben. Oh. Dieser rote Faden, dass Politiker immer wieder sich in Sport einmischten, erlebte ich dann 1989, als ich am Deutschen Bergpreis in Vlotho den ersten Platz belegt hatte im Alleingang, als wir eine fantastische Saison gefahren haben mit deutscher Meisterschaften, deutscher Vizemeister. Frank Nowak lebte noch, wir haben die großen Dinger abgeräumt und so weiter. So, und irgendwann kam dann ein Angebot von der Gesamtschule Chorweiler, das ist Köln-Chorweiler, der Ortsteil, wo der Verfassungsschutz beheimatet ist. Da hieß es, hör mal, komm da hier als Starradfahrer auf der Schule, wir schenken dir das Abitur. Ich konnte mir erstmal nichts bei denken, aber habe das erstmal angenommen, wie auch immer. So, verantwortlich dafür war eine Frau Antwerpes, die heute heißt Frau Elfriede Schoo, die hier ihre komischen Sachen da aufführt. No, Ende vom Lied war, die Schule hat gelogen, die SPD hat gelogen, die Grüne Partei hat gelogen. Ich habe das Abitur mordig durchkämpfen, floh bald von der Schule. Die haben sich die Taschen voll gemacht, die Mauer fiel, die Lehrer waren bei der Stasi, viele. So, was dann wieder wie ein Dominostein-Effekt hatte, dass wir gar nicht zur Bundeswehr mehr kamen. Als eine Stasi-Akte war deine Sportförderung kaputt. Glücklicherweise war ich durch Leistung, Ehrgeiz und Fleiß in der Bundesliga bei Dieter Kossler.
der wiederum abhängig war von der Polizei NRW als Polizeisportverein, wie auch immer, konnte dann aber gehen nach Warta in Österreich durch die großartige Friedensfahrt, auch nochmal einen schönen Dank an sein Weltereignis, ist er abgeschafft, Friedensfahrt, politischer Mord, eine ganze Sportveranstaltung, die größer war als die Tour de France, einfach weggebügelt. Aber aus diesem Zusammenhang haben sich immer wieder Politiker in Sport eingemischt. Mir reicht es. Jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt gehe ich als Sportler in die Politik. So, schauen Sie mal andere Länder, was da ist. Eine Olympiade in London. Die Queen macht eine Lotterie und die Sportler haben das Geld erhalten. Die ersten Plätze rollten nur so hin. China, die Olympiade, ein Welterfolg. Sotschi bei Putin. Tolle Geschichte, was da passiert ist. Der Franzose würde niemals was über sein eigenes Volk kommen lassen. Le Grand Nation, Tour de France, die Italiener mit Ferrari oder mit Fußball oder in Giro Italia. Nur der deutsche Politiker hackt auf uns Sportlern rum. Die fahren mit 60, 70 Mann hin zu Sportveranstaltungen mit Privatjets und so weiter, mit der goldenen Karten, erpressen uns und sagen, es gibt keine neuen Fußballstadien, wenn es das nicht gibt. Die Kinder kriegen keine Turnhallen, keine Bälle, wenn es so nicht gibt. Es gibt keine Sportlehrer. Das Sozialsystem ist völlig am Ende. Kinder, Spielplätze, Schwimmbäder, es ist einfach alles marode. Und das ist der Dank der Politiker. Und jetzt ist Schluss. Es gibt nur den einen Weg. Sport gehört ins Grundgesetz. Sport gehört ins Grundgesetz wie Umweltschutz, wie Entwicklungshilfe, wie Asyl, wie Innenministerium und so weiter. Sport gehört ins Grundgesetz und wir Sportler, die Ahnung davon haben, machen das nach unserem besten Wissen und Gewissen. Deswegen stehe ich hier und deswegen gibt es dieses Interview. Deswegen möchte ich mich bedanken mit der Zusammenarbeit mit Udo Pohlmann und seiner Internetseite Kriminalstaat, weil was die da oben abziehen, es sind die da oben, Landräte, Bundestäge und so weiter, das Maß ist voll, es reicht. Schulz war damals auch mit im Geschäft drin und sie wollte nach Deutschland einreisen. Naja, die Geschichte war ja so, du lebst in einem Land voller Gewalt, voller Korruption, voller Morde. Ich wollte das nicht. Ich wollte meine eigenen Kinder nicht so aufwachsen sehen. Hab das erste Kind verloren mit einer Fehlgeburt, weil mein Vaterland mich schon im Stich gelassen hat. Und das war keine Fehlgeburt, das war geboren, war nach ein paar Minuten verstorben, nach der Geburt. Dann war sie schwanger und wird schwanger im Taxi erschossen. Und um dieser ganzen Situation vorzubeugen, haben wir gesagt, wir möchten nach Deutschland, einfach weg. Und die deutsche Regierung, Joschka Fischer, Gerhard Schröder, haben sich ja dagegen gestellt. Und mein Name ist ja auch kein Unbekannter, ich war ja wer, ohne dass ich hier mich groß tun möchte. Ich meine, wer war irgendwie auf einer Weltmeisterschaft gefahren oder wer war im Sport mal ganz oben? Das muss man ja auch mal sagen. Es haben sich ja Leute eingesetzt, wie Jürgen Rüttgers, der Norbert Arns hat sich ja eingesetzt aus Frechen, dem sein Sekretär. Worms hatte sich eingesetzt. Wir waren eine Größe, da unten war was da. Also das war ganz klar ein Mord. So, und an diesem Mord, was noch schwieriger ist, es sind ja deutsche Kinder, deutsche Personen sind ermordet worden. Meine Kinder sind Deutsche. So, warum macht dieser Staat da nichts? So, ich habe die Bänder mir kommen lassen von der Polizei, da war natürlich direkt da. Es gibt keine Bänder. In einem Land, wo gemordet wird, gestohlen, eingebrochen, wo alles auf Kamera ist, wo man auf Fingerabdrücke alles untersucht, wo jeden Tag jeder überwacht ist, wo man bis in kleinste Winkel reingucken kann. In dieser Situation wird eine Frau ermordet, mitten in der Stadt am Rathaus, Somerset Road, Innenstadt, Seapoint. Und es gibt kein einziges Videoband. War Stromausfall oder die Satelliten da sind abgeschaltet. Das war der Satellit, der das übertragen hat. So, jetzt frage ich Sie, wer kann Satelliten abschalten? Es kann nur die Telekom oder Regierungen oder sowas, ja? So. Das heißt, der Stromausfall war im Satelliten drin? Ich glaube, ja. Bin jetzt kein Techniker, wie sich das genau abspielt, aber die Überwachungen gehen in Südafrika über GPS, Global Positioning Satellit. So, auf einmal funktioniert das Ding nicht. So, wenn die Frau tot war, der Täter war geflüchtet, es hört sich alles sehr abenteuerlich an, hat es sich wieder eingeschaltet. So, und seltsamerweise, ich hatte eine Lebensversicherung gemacht, noch 2-3 Tage vorher, hatte mich bei Jürgen Rüttgers wieder ausgeweint, sag ich, hier ist was im Busch, hier kommt was, hier ist eine große, große Gefahr, ihr müsst mir helfen. Jetzt drehen die ja so rum, die Drecksäcke vom Verfassungsschutz und sagen, nein, ich hatte eine Lebensversicherung gemacht, wollte meine Frau ermorden, die Kinder.
So eine Dreckigkeit in dem Land, da muss man nicht ausflippen oder wie auch immer, dass man sagt, mir reicht es, sowas Widerliches. So, Sie haben jetzt öfter mal für Ihre Partei Wahlplakate aufgehangen. Da sind Sie angegriffen worden. Ja, ich möchte einfach mal dazu sagen, es ist ja nicht meine Partei, der Parteivorsitzende ist Herr Beisicht Markus und der Wiener, die Judith Wolters. Ich habe ja eigentlich meine eigene Wahl gemacht für unsere Sportler und Pro Köln hat das unterstützt, sagen wir es mal so. Ich bin ja auch noch nicht mal Parteimitglied, sondern ich bin einfach normaler Bürger, dem es reicht. So, und ich habe ein bisschen mal mit angepackt, geholfen. So, und durch, warum auch immer, wenn du mit dem Auto ausliefern fährst, du hast mal was aufgehangen, kommst nach 50 Sekunden wieder, der Reifen eingestochen. Hier vorne in Pech auf der Straße. Dann haben sie versucht, mir das Auge auszuschlagen bei einer Demonstration in Riel. Horde Wilder, Polizei hatte dann irgendwelche anderen Leute verhaftet von Pro Köln. Ich habe fast mein Augenlicht verloren. Ja. Auf Markus Beisicht, auf dem Vorsitzenden, wurde Mordanschläge verübt. Mit Pistolen, mit Gewehren ins Haus geschossen von irgendwelchen Salafisten. Also auf einen wurde mit dem Maschinengewehr geschossen? Man muss sich das ja so vorstellen. Um ein paar Zahlen zu nennen, was man so darf oder nicht darf, je nachdem nach Größe der Parteien oder Abgeordneten, die im Rat der Stadt Köln saßen und im Landtag, demnach kriegst du auch Poster zugeteilt, die du aufhängen darfst. Ich glaube, es waren in Köln oder im Umkreis Köln 8000 Poster dürfte Pro Köln aufhängen. Und um 8000 Poster aufzuhängen, brauchst du natürlich mehrere Fahrzeuge, mehrere Leute, Leitern, Kabelbinder und so weiter. So, und in meiner Schicht, wo ich mal was aufgehangen habe für meinen Wahlkampf hier, wo mir die Reifen platt gestochen am Auto. So, das war noch das geringste Übel. Auf der inneren Kanalstraße, es waren Türken, die haben uns mit Gürteln und mit Dingens angegriffen, drauf losgeschlagen, mich und Michael Gabel. Die Polizei kam dann dahin, wir waren wieder die Schuldigen. Michael Gabel hat eine Sarah Borkow ins Gesicht geschlagen auf einer Demonstration. Sie dürfte gehen. Ich habe das mitgekriegt. Die Polizei sagte, es ist egal. Das ist Pro Köln, das sind nur Asoziale und so weiter. Wir haben alles so Scheinadressen, so Hausbesetzer, Ökotypen. Bei den Sozialverbänden sind die auf so Adressen gemeldet. Der Höhepunkt ist eben der Mordanschlag, der feige Mordanschlag auf Markus Beisicht und seine ganze Familie sollte ausgelöscht werden. Mit Schüssen auf sein Privathaus oben in Burscheid bei Leverkusen. Täter sind bis heute nicht verurteilt. Die sind auf Kaution, auf freien Fuß. Das muss man sich mal vorstellen. So Leute, die mit Gewehren in Häuser schießen, die Leute umbringen, sitzen nicht im Gefängnis, sie sind auf freiem Fuß. Sind in der Türkei mittlerweile. Also man kann es kaum in Worte fassen. Ich bin durch Zufall in eine Demonstration von irgendwelchen Linken da reingekommen oder von irgendwelchen Asozialen mit so langen Bärten, mit so Gammlern. Wir haben sie das Auge rausgeschlagen. Ich war im Krankenhaus 2 Tage, deswegen kam die Polizei. Ich war falscher Ort, falsche Zeit. Ja, so wird hier Demokratie gemacht. Der türkische Ministerpräsident Erdogan kam extra nach Köln angereist und sagt, Köln muss türkisch werden, hier muss die Türkei hin. Hat über 60.000 Leute mitgebracht, mit Bussen aus Dänemark, aus Holland. Alle Türken von ganz Europa haben sie nach Köln gekarrt. Da haben gesagt, schlagt Pro Köln kaputt, schlagt die Nazis tot, reißt alles ab. Die Politiker vor Antwerpes sogar hat hingestellt, nein, Pro Köln sind keine Menschen, das sind Asoziale. Man kann die Plakate ruhig runterreißen, man kann deren Autos anstecken. Die SPD sagt sowas, das ist, die CDU übrigens auch. Also das kann man nicht in Worte fassen, ja? So, das ist einfach unbegreiflich für einen, der hier zuhört am Radio oder im Internet, dieses Interview verfolgt, das ist einfach unbegreiflich. Da werden Leute verhaftet, Richter, Polizisten oder, wie heißen diese anderen Typen, Staatsanwälte, dieses ganze Gammelzeug da. So, die sagen ja, wir waren besoffen abends und da fiel uns ein, wir gehen mal Plakate abreißen und schlagen Autoscheiben ein. Man hat diese Leute verhaftet, hat gesagt, ja, das ist ja nichts Schlimmes, die haben halt Plakate abgerissen, das ist ja nichts, ist zwar eine Sachbeschädigung und so, aber das ist egal, sie haben ein gutes Werk getan. So wird Gerichtsurteil gesprochen, da fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Die Leute sind einfach kriminell, das ganze System hier ist am Ende, der Staat ist am Ende, meiner Meinung nach, wir brauchen noch keinen Bundestag. Belgien hat es gezeigt, es gab in Belgien 3 Jahre lang keine Regierung.
Was hat's genutzt oder gebracht? Nichts. Da hat ein König das Land alleine gemacht. Und es hat funktioniert. So. In den USA, ein Abgeordneter, das riesige Land USA mit Millionen Menschen, die haben 300 Abgeordnete, das war es. Da machen 300 Mann das ganze Land und es funktioniert irgendwie. Und wehe, da nimmt einer Lohn oder Gehalt. Ein Arnold Schwarzenegger, der stiftet noch seinen Lohn und sein Gehalt. Oh, der sagt, ich möchte von diesem Land nichts, ich möchte dem Land dienen. Hier ist es genau andersrum. Die da oben nehmen einfach das Geld und sagen, das ist für mich. Deswegen ist das der Grund. Jochen Tiffe tritt an zur Wahl des Oberbürgermeisters im September 2015 in Köln. Der sagt jetzt schon, wenn Jochen Tiffe Oberbürgermeister wird, er verzichtet auf sein Gehalt, auf seinen Lohn, alles, was es reinkommt. Ein Oberbürgermeister in Köln verdient 5-mal mehr wie der Bundeskanzler. 1 Million im Jahr. So, und das auf mehrere Jahre, 6 oder 7 Jahre. Und Jochen Tiffe wird dieses Geld, dieses Gehalt spenden an die Sportvereine, direkt ohne Umwege. Und es wird ankommen bei den Sportlern, die es benötigen, bei den sozial Schwachen, bei den Schwimmbädern und so weiter. So, helfen wird das nicht viel. 3, 4, 5 Millionen ist zwar ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich glaube, der Weg ist der richtige. Politiker dürften kein Geld verdienen und Sport muss ins Grundgesetz. Ich war so in den 70er Jahren von einer Firma aus in Afrika unten, in Uganda beziehungsweise in Kenia und Ägypten. Und in Uganda unten waren mir Holzkisten aufgefallen, in denen eigentlich Tiere ursprünglich transportiert wurden, die ausgewildert werden sollten. Und auf Grund, weil wir abends zum Teil nach Feierabend noch als Selbstversorger zum Teil unterwegs waren, haben wir beobachtet, dass man diese Tiere, die man eigentlich auswildern wollte, erstmal in Käfige gesteckt hat, die von einem Mann mit einem schwarzen Mantel, der auch in mehreren Sachen von mir immer wieder auftaucht, bewacht wurden. Und am nächsten Tag kam eine ganze Menge Leute, die sich diese Tiere als Gegenbezahlung, als eine Trophäe schießen durften. Und wenn diese Kisten leer waren, wurden in diesen Kisten meistens entweder weibliche Afrikanerinnen transportiert oder Tiere, die dort aus Afrika eben gefangen wurden für Zoos,
vermutlicherweise, ich weiß es nicht genau wofür, auf alle Fälle wurden diese Tiere also auch in diese Kisten gefercht. Und außenrum an diesen Kisten waren ja doppelwandige Öffnungen oder ja, Öffnungen kann man bald sagen, in denen raus. Wände. Wieder? Wände. Ja, doppelseitige Wände, wo Rauschgift drin transportiert wurde. Randvoll? Ja, randvoll. Das waren also immer Tüten, aber unterschiedlich großen Tüten. Mal waren es also kleinere, mal waren es etwas größere Tüten, wurden da drin also transportiert. Die wurden dann mit einer Klebepistole, vermutlicherweise Silikon, dicht gemacht und dann auf diese LKWs geladen, um sie dann wahrscheinlich weiter zu verschiffen. Denn sie sind anschließend hier in Deutschland angekommen, diese Kisten, sodass man die Frauen auf alle Fälle in verschiedenen Bordells vermarktet hat. Sie haben in Deutschland die Kisten dann ähnliche Kisten wieder? Ja. Ich habe dann nachher also auch bei anderen Leuten ähnliche Kisten gesehen. Unter anderem auch auf dem Hof einer Veterinärtierärztin. Sie war zum damaligen Zeitpunkt noch Assistenztierärztin. Ich habe also Nachbarn damals nachgefragt gehabt, die hatten mir noch gesagt, also da kämen laufend eigenartige Typen, die wären also teilweise ziemlich, dass man also vor denen also Angst kriegen könnte. Ich hatte in dem Moment also auch das Glück oder auch Unglück, weiß ich nicht, dass ich von diesen Typen auch welche gesehen habe. Und da tauchte eigenartigerweise auch wieder, wie auch schon in Afrika, der Mann mit dem schwarzen Mantel auf, der auch danach in mehreren Situationen bei uns immer wieder aufgetaucht ist, sogar erst ganz neu. Denn unser Mitbewohner Herr Labs hat tatsächlich einen davon, also den Mann mit dem schwarzen Mantel, erwischt. Er wurde darauf aufmerksam, dass der Hund nicht mehr spazieren gehen wollte, dass der Hund ihn versuchte, im Hause zu halten. Das ging also seit Ostern ungefähr diesen Jahres, bis er ihn dann von hinten quasi überrascht hat und sich von hinten gegriffen hat. Aber jetzt mal so eine Holzkiste, die hat ein Mann gebaut, der aber wohl nicht mehr lebt, ne? Erbauer der Holzkisten, den haben Sie auch irgendwie kennengelernt? Ja, den Erbauer, ein Miterbauer dieser Holzkisten. Also der hat auf alle Fälle bei sich auch welche stehen gehabt. Die Holzkisten tauchten dann nachher bei unmöglichen Leuten, also wo man es nie vermutet hatte, tauchten diese Holzkisten immer wieder auf. Wenn man irgendwas gefragt hat danach, kriegte man entweder dumme Antworten oder man musste selber hinterher recherchieren, was mit diesen Holzkisten geschieht. Weil zum Beispiel auch bei einer davon tauchten auch plötzlich noch Säcke auf, die eine doppelseitige Außenummantelung hatten, wo auch Rauschgift transportiert wurde drin. Was allerdings in dem Innenleben dieser Säcke transportiert wurde, das weiß ich nicht. Habe ich auch nie rausgekriegt. Aber also ein Erbauer von diesen Holzkisten, der ist regelrecht geköpft worden.